der Beginn einer Revolution des Reisens quer durch Europa. In Palästen auf Schienen. Ein Treffpunkt exklusiver Gäste mit besonderen Ansprüchen. In den Waggons verhandeln Diplomaten. Mehr als einmal wird in diesen Wagen Weltgeschichte geschrieben. Der Zug zieht Räuber und Verrückte an. Vor allem aber verbindet er Morgen- und Abendland. Der Orient-Express. Er verfügt bis heute über eine magische Anziehungskraft. Entstanden ist er aus der Idee eines Visionärs, der Paris und Konstantinopel verbinden wollte. Doch wer war dieser Belgier, der mit einer wagemutigen Idee seine Existenz aufs Spiel setzte? Für sein Lebensprojekt. Gegen Politiker, gegen Banker und gegen seine Familie. This is crazy. Wie konnte dieser Mann so erfolgreich sein und bis in die Gegenwart ein Netzwerk von Nachtzügen schaffen, um Europas Metropolen zu verbinden? Die Spurensuche führt zu einzigartigen Fahrzeugen. Sie lässt die Gründerzeit des Orient-Express wieder auferstehen. Und zeigt die subtilen diplomatischen Methoden, durch die es gelungen ist, die Grenzen Europas im 19. Jahrhundert zu überwinden. Nagelmackers Leben ist eine leidenschaftliche europäische Liebesgeschichte, die zwischen Paris und Konstantinopel ihre Erfüllung findet. Für Georges Nagelmackers ist der 4. Oktober 1883 ein entscheidender Tag. Bonjour, ça va? Bon voyage. Am Gare de Strasbourg, heute Gare de l'Est, steht der erste Orient-Express bereit. Die 24 Passagiere sind skeptisch, denn drei Monate zuvor hatte der 38-jährige Nagelmackers die groß angekündigte Premierenfahrt im letzten Moment abgesagt. Deshalb haben viele gegen das Gelingen dieser Reise gewettet, mit hohen Einsätzen. Die Zeit um 1870 war die beginnende Zeit des Imperialismus. Als die europäischen Mächte alle danach gestrebt haben, Groß- oder sogar Weltmächte zu werden und sich zunehmend gegeneinander abgeschottet haben. In Nürnberg, in der umfangreichsten Eisenbahnbibliothek Europas, forscht der Historiker Dr. Rainer Mertens zur Entwicklung der Bahn. Die Eisenbahnsysteme damals waren ja ein Flickerteppich. Überall gibt es verschiedene Sicherungssysteme, verschiedene Lichtraumprofile, auch teilweise verschiedene Spurweiten. Es ist eben erstaunlich, dass genau in dieser Zeit ein belgischer Unternehmer versucht, quer durch diese ganzen rivalisierenden Mächte, durch die ganzen Staatsgebiete, eine Eisenbahn Richtung Nahe Osten zu bauen. Bonsoir, Monsieur. Nagelmackers hat sein gesamtes Vermögen in die Waggons investiert. Der eingeladene Journalist und Schriftsteller Edmond Abou hält die Idee dieses Zuges für verrückt. Bienvenue, Monsieur Abou. Willkommen im Orient-Express. Guten Abend. Welches Abteil? Nummer 3, Monsieur. Guten Abend. Willkommen. Mehrere Bankdirektoren reisen mit. Sie haben Angst um ihr Geld, das sie Nagelmackers für den Zug geborgt haben. Monsieur Effendi? Auch der osmanische Botschafter ist dabei. Doch der wichtigste Passagier fehlt noch. Es ist der Times-Chefkorrespondent Henry Stefan de Blowitz. Von seinem Bericht wird der Erfolg des Unternehmens maßgeblich abhängen. Entente! Warten Sie! Oh, Monsieur... Monsieur Blowitz, welche Ehre! Oh. Die Times schickt ihren besten Mann. Völlig richtig erkannt. Ich dachte schon, Sie kneifen. Wie beim letzten Mal vor 3 Monaten. Kommen Sie. Eine riskante Reise beginnt. Denn der Orient-Express muss über die Gleise der Erzfeinde Deutschland und Frankreich rollen.
Bis zu diesem Zeitpunkt werden Züge hauptsächlich genutzt, um Truppen zu transportieren. Nagelmackers will Fahrgäste von Paris nach Konstantinopel befördern. Über alle europäischen Grenzen hinweg. Zum ersten Mal in der Geschichte. Der Journalist Abu notiert: Nachdem Nagelmackers erste Premiere mit dreiachsigen Wagen schiefgelaufen war, erwartete ich nun einen größeren, staubigen Krankenwaggon. Unbequem und voller Ruß. Nagelmackers kann nicht sicher sein, ob sich alle Partner an seine Verträge halten werden. Für den Vertrag mit dem Orient Express bedurfte es 10 verschiedenen Verträgen, sage ich mal. Der Zug startete in Paris, er musste einen Vertrag schließen mit der Ostbahn Frankreichs, mit der Reichseisenbahn von Elsass-Lothringen, mit den Badenern, mit dem Königshaus Württemberg, mit den Bayern, mit den Österreich, Ungarn, weiter mit den Rumänen. Und das war sicherlich eine Meisterleistung gewesen, weil sowas vorher noch nicht gemacht wurde. Am ersten Reisetag notiert Edmond Abou: Bis jetzt waren alle Waggons bei meinen Reisen eng und haben so geruckelt, dass ich kaum schlafen konnte. Die Luft in den Zügen war schlecht, die Heizung defekt, das Essen medioker, die Toilette dreckig. Warum soll gerade diesem jungen Nagelmackers etwas Besseres gelingen? Nürnberg. Im ältesten Eisenbahnmuseum der Welt beschäftigen sich Experten mit der Geschichte der Bahn. Die Historikerin Christina Block interessiert sich für jene Epoche, in der Nagelmackers gelebt hat. Stolz der Sammlung ist die Dampflok S26, die ab 1907 den Orient Express gezogen hat. Ja, in Europa in der damaligen Zeit ist man größere Strecken mit der Pferdekutsche gereist, was einfach nicht besonders bequem war. Es ging über sehr holprige Straßen, Schlamm, Matsch. Die Pferde mussten immer wieder ausgetauscht werden. Reisen war eine Tortur. Von Paris nach Wien benötigten Menschen zu Pferd etwa 14 Tage. Nagelmackers hat eben nicht nur gedacht, wie kriege ich die Leute von A nach B möglichst komfortabel, sondern er hat darüber nachgedacht, was bedeutet das denn? Wie weit muss ich denn gehen? Ein Querdenker. Schon als Jugendlicher galt er als unangepasst. Geboren 1845 in Lüttich. Aufgewachsen in dem kleinen Chateau Nagelmackers. Die Weichen für seine berufliche Zukunft waren gestellt. Seinem Vater gehörte die älteste belgische Privatbank. Georges sollte mit einsteigen, doch der 19-Jährige schrieb sich lieber für das Studium des Zivilingenieurs ein, zum Missfallen der Familie. L'Orient Express. Den Orient Express gibt es nur, weil am Beginn eine verrückte Liebesgeschichte stand. Georges Nagelmackers arbeitete in der Bank. Eines Tages erzählt er seinem Vater, dass er seine ältere Cousine heiraten will. In einer katholischen Familie ist die Heirat mit einer Cousine unerträglich. Also hat der Vater entschieden, diese Liebe zu beenden und schickt den Sohn in die Vereinigten Staaten. Im wilden Westen entdeckte Nagelmackers die Pullman-Schlafwagen. 1869 wurden die Netze der Ost- und Westküste miteinander verbunden. Bahngesellschaften bauten neue Schienenstrecken. Nun benötigten Reisende vom Pazifik zum Atlantik nur noch eine Woche. Nagelmackers war fasziniert und angewidert zugleich, denn die Pullmanwagen hatten weder Toiletten noch Speisewagen. Weil in Amerika waren die Pullmanwagen ganz anders konzipiert. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie auf Klassenfahrt. Man hat einen großen Wagen, einen Schlafsaal. In Längsausrichtung stehen Holzpritschen, die wohl nicht besonders bequem waren. Intimsphäre ist dort einfach nicht so groß geschrieben worden wie im Europa der damaligen Zeit. In Amerika war das Reisen tatsächlich eine Tortur. Nagelmackers wollte es besser machen. In Europa. Im Alter von 23 Jahren verfasste er in Lüttich einen Businessplan. Er wollte einen neuartigen Schlafwagen nach seinen Ideen bauen lassen und an die Schnellzüge anderer Bahngesellschaften anhängen. Dafür veröffentlichte er das Projekt zur Einführung des Schlafwagens auf den Gleisen Europas.
Nagelmackers Eltern liehen ihrem Sohn Geld, doch nicht genug für Waggons. Er konnte davon gerade mal seine Schlafwagenfirma gründen, die Compagnie Internationale des Wagons, kurz CIWL. Dass sie 30 Jahre später zum erfolgreichsten Verkehrsunternehmen der Welt avancieren würde, hatte niemand geglaubt. Als kaum 25-Jähriger verhandelte der Jungunternehmer mit belgischen, deutschen und französischen Banken. Er versuchte mit seiner Idee von einem europäischen Netz von Schlafwagen zu überzeugen. Doch die Finanziers reagierten reserviert. Leider gab es konträre Meinungen. Da ich selbst Bankier war, kann ich verstehen, warum die meisten seinen Plan für viel zu riskant hielten. Die Investitionen waren enorm. Irgendjemand musste das am Ende bezahlen. Also haben die Banken abgelehnt. Es gelang Nagelmackers, den belgischen König Leopold II. Als Aktionär zu gewinnen. Doch der Regent bezahlte seine Aktien nie. Durch dessen Empfehlungen war es für den jungen Unternehmer jedoch leichter geworden, Verträge mit Bahnverwaltungen abzuschließen und seinen Traum auf die Gleise zu setzen. Mit Schlafwagen nach seinen Vorstellungen, die zum ersten Mal ab 22. Oktober 1872 zum Einsatz kamen. Zuerst auf der Strecke Ostende Köln, dann Ostende Berlin und schließlich Paris-Wien. Mit Schlafwagen Grenzen zu passieren, ist auch auf der Premierenfahrt neu. Dazu kommt die Gefahr, überfallen zu werden. Brauche ich nicht, Monsieur. Aber haben Sie... Ach. Und Sie? Ist sogar geladen. Und ich weiß auch, wie man damit umgeht. Hoffentlich schießen Sie besser, als Sie schreiben. Wie Sie sehen, mein verehrter Abu, ich lebe noch. Zu dieser Zeit scheinen Pistolen wichtiger zu sein als Fahrkarten. Der Historiker Dr. Roman Gröger forscht nach den Spuren Nagelmackers. Über 240 Kilometer mit Regalen voller Aufzeichnungen werden in dem riesigen Gedächtnis des österreichischen Staates aufbewahrt. Die Art, wie Nagelmackers seine Verträge ausgehandelt hat, bildet noch heute die Grundlage der Verhandlungen zwischen den Bahnverwaltungen im internationalen Verkehr. Das Tolle an diesen Verträgen, die wir gefunden haben, ist einfach diese Liste an Eisenbahngesellschaften, die er unter ein Dach gebracht hat, um seine Züge, zunächst seine Waggons und dann seine Züge führen zu können. Was mich persönlich am meisten fasziniert hat, war beim Vertrag über den Orient Express, dass also genau beschrieben ist, wie schwer der Zug sein durfte, der auf den Strecken fuhr, wie die Waggons auszusehen haben, wie die Speisenfolge auszusehen hat. Also das ist genau festgelegt worden. Das war also kein so freies Unternehmen, wie man sich das heute vielleicht vorstellt, sondern es war wirklich strategisch durchgeplant, von der Abfahrt bis zur Ankunft. Nach dem Bau der ersten Schlafwagen hatte der Visionär eine neue Idee. Die Verköstigung an Bord sollte endlich professioneller werden. Nagelmackers ließ eine Küche einbauen, mit getrennten Räumen für Raucher und Nichtraucher. Es war der erste echte Speisewagen Europas. Für die Premierenfahrt 1883 entwickelte er das rollende Restaurant weiter. Die Logistik in der Küche war dadurch, dass der Platz sehr beschränkt war, natürlich sehr komplex. Das heißt, es haben alle Arbeiter wissen müssen, was sie tun und wie sie in der Geschwindigkeit sich gegenseitig aufeinander abstimmen, im Prinzip wie bei einem Tango. Die Kochstelle ist Holz und Kohle befeuert. Dieser dreiflammige Herd, der hieß Le Piano, das Piano. Und auf diesem Piano zelebrierte der Chef die Mahlzeiten. Er hat immer versucht, die besten Köche zu haben. Nur die besten Leute durften dort tätig werden. Das Gleiche galt aber auch für das Servicepersonal. Geschliffen, freundlich, höflich, perfekt. Das war das System Nagelmackers.
Frisches Gemüse, Wein aus Bordeaux, ausgewählte Früchte. Nagelmackers lässt die Menüs dem Durchfahrtsland anpassen. An jedem Bahnhof werden Zutaten geladen. Merci. Merci. Diese Mahlzeiten waren so exzellent, dass es oft passierte, dass Gäste zustiegen, einen reservierten Tisch hatten, um nur zu dinieren und den Zug dann wieder zu verlassen in einem geeigneten Bahnhof. A votre santé, Monsieur Abbeau. Der Premierenzug ist nur für geladene Gäste. Der Times-Chefreporter Henry de Blowitz schreibt in seiner Reportage über den Koch: Keiner von uns hat ihn je zuvor gesehen. Seine Schürze zeigt die Spuren jenes glorreichen Kampfes, den er seit 24 Stunden ausführt. Und der ihm nur Triumphe beschert. Der Journalist Abbeau ist erstaunt über die Qualität des Nachtlagers. Kaum bin ich als Letzter zu Bett gegangen, taucht ganz diskret eine Geisterhand im Abteil auf und löscht das Licht. Bis man von Dunkelheit umhüllt, sanft in den Schlaf geschaukelt wird. 1872 investierte Nagelmackers in noch komfortablere Schlafwagen und stellte sie auf der größten PR-Show dieser Zeit aus. Auf der Weltausstellung 1873. Wien war der ideale Ort, um für Eisenbahnen werben zu können. War die Eisenbahndrehscheibe des 19. Jahrhunderts. Über Wien konnte man in alle Himmelsrichtungen fahren, auf den Balkan eben bis Konstantinopel, aber auch in den Osten, in den Norden nach Berlin und in den Westen bis Paris. Das Publikum auf der Weltausstellung kam aus aller Welt eben und hat sich die Wagen angesehen, die ja wirklich einzigartig für die damalige Zeit waren und einen Komfort boten, der ja sonst wo selten zu finden war. In Wien tauchen außergewöhnliche Erscheinungen auf. Sie kommen, um die Starrsinnigkeit von Männergesprächen zu durchbrechen. Ah, bonsoir. Am zweiten Reisetag steigen erstmals Damen zu. Eine Ausnahme, denn Reisen gilt als gefährlich und war daher Männersache. Der österreichische Bahndirektor vertraut Nagelmackers seine Gattin, Frau von Scala, und deren jüngere Schwester an. Dieses Ereignis ist dem Reisejournalisten eine Notiz wert. Abschiednehmende sollten ihren Liebsten niemals zum Bahnhof begleiten. Denn der vornehm gedeckte Tisch, der Duft des Essens und der silberne Champagnerdeckel lenken alle Aufmerksamkeit auf die Fahrgäste im Speisewagen und lassen die Traurigkeit der Hinfortziehenden auf das Schnellste vergessen. Mit neuen Waggons und dem Erfolg der Weltausstellung von 1873 gelang es Nagelmackers zwar, mit 9 Bahngesellschaften aus 5 europäischen Ländern Verträge abzuschließen, doch dann folgten noch größere Schwierigkeiten. Das Deutsche Reich waren ja lauter Einzelstaaten. Jeder dieser Staaten hatte eine eigene Staatsbahn und daher eine eigene Staatsbahnverwaltung. Und mit denen musste er allen verhandeln und die musste er alle versuchen, unter einen Hut zu bringen. Vor allem die Finanziers zweifelten immer mehr an Nagelmackers Geschäftsmodell. Die Nutzung fremder Lokomotiven und Schienenwege kostete viel Geld. Nagelmackers blieb als Einnahmequelle nur der Supplement Wagon Lit. 20% des Erste-Klasse-Preises. Er war finanziell am Ende. Er hat gekämpft, immer wieder neu gekämpft. Er hat auch über die Bande gespielt. Er hatte ein ferneres Ziel und hat erstmal einen kleineren Anbieter angepeilt, großzügig beschenkt sehr oft, um sich die Türen öffnen zu lassen, den großen Anbieter dann zu erreichen. Mitten im Bankrott erhielt Nagelmackers Besuch. Colonel Mann, bonjour. How are you, my friend? I'm good. Mm.
Der amerikanische Waggonbauer und Ausstatter der US-Infanterie präsentierte seinen neuen Schlafwagen. Der Colonel wollte gerne mit Nagelmackers ins Geschäft kommen. Mein neuestes Modell. Drei Abteile mit je vier Betten. Und was ist mit den Toiletten? Zwei mit warmem Wasser und ein neues Heizungssystem. Jedes Abteil wird einzeln versorgt. Was kostet der Waggon? Exzellente Qualität hat natürlich ihren Preis. Kann ihn der Colonel retten? Wie viel? Zwar hatten Colonel Manns Waggons nur drei Achsen, doch waren sie komfortabel ausgestattet mit ein- und zwei Bettabteilen, einer gut funktionierenden Heizung und einer Weinbar mit Fahrtwindkühlung. Schön, dass wir uns nun einig sind. Ja, das finde ich auch. Die Schlafwagen mit den neuen Heizungsvorrichtungen von Colonel Mann beeindruckten Nagelmackers. Weil er aber zu wenig Geld hatte, setzte ihn der Amerikaner unter Druck und verlangte Anteile an der Kompanie. Thank you very much. Mit der Unterzeichnung des Vertrages musste Nagelmackers die Geschäftsführung abgeben. Das Unternehmen wurde in Mann Boudoir Sleeping Car umbenannt. Der Colonel brachte die Schlafwagengesellschaft mit seiner direkten, ruppigen Art wieder auf die Gleise. Zahlreiche Verbindungen in ganz Europa und bis tief in den Osten nach St. Petersburg nahmen ab 1875 ihren Betrieb auf. Es schien, als hätte sich ein ideales Paar gefunden. Der Reporter Henry de Blowitz notiert am dritten Tag der Premierenfahrt: Nach Budapest verändert sich alles. Die Kleidung der Leute, das Aussehen der Städte, die Proportionen der Landschaft. Vor unseren Augen öffnen sich die Türen des Orients. Budapest. Die ungarische Hauptstadt ist eine Bahndrehscheibe. Hier werden Waggons repariert und Lokomotiven gewechselt. Noch heute existiert eine außergewöhnliche Sammlung von historischen Fahrzeugen. Darunter diese Dampflok. Für den Orient-Express-Kenner Peter Pflug ein besonderes Exemplar. Denn die 220-194 war ein technisches Meisterwerk, die es schaffte, die schweren Wagen des Orient-Express zu ziehen. In dem riesigen Lokschuppen sucht Peter Pflug nach historischen Zeugnissen. Viele Jahre fuhr der ehemalige Bankier selbst als nebenberuflicher Schlafwagenschaffner im Orient-Express. Ein Schlafwagenschaffner ist auch eine Art Gesamtkunstwerk gewesen. Gastgeber, Diplomat, Heizer, Servicepersönlichkeit, Bewacher, ein Chef einer kleinen Pension. Mit allem drum und dran. Seit Jahrzehnten recherchiert Pflug die Geschichte von Nagelmackers und seiner Schlafwagengesellschaft. Er gilt als Kenner der Geschichte des Zuges. Er weiß, dass hier ein besonderer Schatz steht. Der weltweit letzte, fahrtüchtige Waggon aus den Anfangsjahren des Orient Express. Den Waggon ziert das Wappen von Nagelmackers Gesellschaft, inspiriert von den Löwen der belgischen Krone und zu Ehren des Königs. Die Teakholzwagen liefern eine Atmosphäre, die unbeschreiblich ist, wenn man diesen Wagen von außen betrachtet. Man taucht ein in eine vergangene Welt. Eine Welt, die auch ein hartes Geschäft war, das um 1875 zwischen Nagelmackers und seinem Kompagnon eine plötzliche Wendung nahm. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Man Railway Sleeping Carriage verstehen wir zwar Ihr Anliegen, sehen aber enorme Schwierigkeiten in... Wir verstehen überhaupt nichts.
Die Preise im Speisewagen gehen die Bahngesellschaften nichts an. Das ist unsere Sache. Reicht schon, dass sie uns die Fahrpreise diktieren. Wofür halten die sich verdammt nochmal? This is crazy! Mann und Nagelmackers waren wie Feuer und Eis. Der eine zupackend und ungeduldig, der andere diplomatisch und hartnäckig. Weiter. Die beiden starteten dann, aber stellte sich heraus, dass alten Mann gesucht wurde in den USA als Betrüger und auch ein ganz massiver Trinker war. Ich bin sicher, wir werden in einem persönlichen Gespräch zum vereinbarten Termin eine Lösung bezüglich der Details. Fuck, fuck, fuck. It's alright. Schließlich gelang es Nagelmackers, sich mit einem Kredit von dem unseriösen Colonel Mann freizukaufen. Mit seiner Frau Marguerite Mermet hatte Nagelmackers eine Partnerin gefunden, die ihm den Rücken stärkte. In der Folge konnte er 22 neue Verträge mit Bahngesellschaften abschließen. 53 Schlafwagen verkehrten zwischen den großen Städten Europas. Offensichtlich hatte Nagelmackers eine kluge Methode entwickelt, Menschen zu überzeugen. Ich war beim Berliner Kongress, habe fast alle europäischen Politiker interviewt. Otto von Bismarck, den spanischen und den rumänischen König, ja sogar den Papst. Aber Nagelmackers ist mir ein Rätsel. Wie schafft es Politiker so unterschiedlicher Nationen, die alle voller Angst und gegenseitigem Misstrauen sind, für seinen Zug zu begeistern? All diese komplizierten Bahnverwaltungen zu überzeugen, alle Grenzen zu überwinden? Doch gegen Angriffe von außen kann auch Nagelmackers wenig ausrichten. Unzählige Male wird der Orient-Express überfallen werden. Banditen lassen den Zug entgleisen und nehmen Geiseln. Es wird Raubüberfälle und Diebstähle geben. Die Angst vor Attacken schwingt auch auf der Premierenfahrt mit. Plötzlich, zu unserer Überraschung, spielt die kleine Zigeunerkapelle wie des Teufels Feuer. Natürlich ist es Nagelmackers selbst, der die Männer engagiert hat. Der musikalische Überfall ist eine Finte. Die Premierenfahrt soll zum unvergesslichen Erlebnis werden. Ein besonderer Kitzel für seine Gäste. Ein gezieltes Drama für die Zeitung. Das trifft natürlich genau den Zeitgeist. Er denkt eben gleich größer, er denkt komfortabler und er versucht, das Ganze zu einem abgerundeten Konzept zu bringen. Die Reise soll ein PR-Coup werden, der bei den Meinungsmachern in Erinnerung bleibt. Und so notiert der Times-Korrespondent Blowitz über seine Zeitgenossen. So erfreut habe ich den Kollegen Abu noch nie gesehen. Noch nie. Nagelmackers komfortable Waggons bringen bis zu 55 Tonnen auf die Waage. Dafür benötigt er starke Lokomotiven. Nahe von Wien, in dem weitläufigsten Eisenbahnmuseum der Welt, stehen auf 145.000 Quadratmeter über 400 Fahrzeuge. Auf einer Länge von 1,2 Kilometern reiht sich Juwel an Juwel. Zwischen Wien und Budapest zog die 310-23, den Orient-Express.
Die 138 Tonnen schwere Lok bringt knapp 1600 PS auf die Schienen und erreicht bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Das Besondere der 1323 ist, dass sie konstruktiv den Hochpunkt oder einen Hochpunkt der Lokomotiventwicklungen der KK Staatsbahn darstellt. Und sie zeichnet sich durch ihre sehr großen Treibräder aus, mit 2,14 Meter Durchmesser, was ihr auch eine sehr große Eleganz gibt. Und als Paradelok und als Fahrzeug, das sehr stark eingesetzt war und auch sehr schnell war, wurde sie natürlich dazu eingesetzt, Luxuszüge zu ziehen und so auch den Orient Express. Auch der Premieren-Orient-Express ist unglaublich schnell für seine Zeit. Er erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Andere Schnellzüge schaffen nicht einmal die Hälfte. Nagelmackers Wagen rollen so sanft auf Schienen, dass ich mich bei 80 Kilometer pro Stunde rasieren kann, ohne zu bluten. Fast. Doch die Vierachser bringen bis zu 55 Tonnen auf die Waage. Nagelmackers benötigt für die schweren Waggons stärkere Lokomotiven. Auf der Suche nach diesen außergewöhnlichen Waggons ist der Architekt Matthias Lopetzky mit seinen Kollegen von Bahnhof zu Bahnhof gezogen. Sie haben nach historisch bedeutsamen Waggons gefahndet. Tatsächlich konnten sie diesen Teakholzwaggon des Orient Express bergen. Eine Restaurierung wäre für Slupetsky ein Traum. Da ist mir gelungen, unter anderem einen Grundrissplan im Maßstab 1 zu 10 von unserem Wagen zu bekommen, der sich dadurch auszeichnet, dass natürlich die Raumaufteilung genau festgestellt werden kann. Man kann die Abmessungen der Abteile herauslesen. Man kann auch ein bisschen was zur Konstruktion herauslesen. Und in Kombination mit Fotos, die von diesen Fahrzeugen existieren, kann man rekonstruieren, wie diese Wagen ausgesehen haben. Und man hat sich dann darum bemüht, diese Wagen in das Museum zu befördern, mit dem Wissen, dass in späteren Jahren es möglich sein wird, diese Wagen wieder in den Zustand zurückzuversetzen, den sie einmal hatten. Auch nach der Premierenfahrt wird Nagelmackers den Orient Express immer wieder begleiten. Einmal, nahe von Bukarest, erlebt er einen Zwischenfall, der in die Geschichtsbücher der Schlafwagengesellschaft eingehen wird. Neben dem Zug taucht überraschend eine Truppe Reiter auf. Nagelmackers vermutet einen Raubüberfall, wie er in der Gegend oft passiert. Er weiß sofort, wer die Lok steuert. Kein geringerer als König Ferdinand von Bulgarien. Eure Majestät, da sind nur 40 Kilometer in der Stunde erlaubt. Bitte. Die Kurven sind viel zu eng, das ist gefährlich. Obwohl ohne Lizenz fühlt sich der König berufen zum Lokführen. Eure Majestät, bitte. Andere Richtung, Dorseln, sofort. Eure Majestät. Verdrosseln! Eure Majestät, wir haben im Speisewaggon französischen Champagner von mir ausgewählt. Darf ich euch herzlich einladen? Ein Zug der Könige begeistert und die Idee, Europas Menschen zu verbinden, ist wahrscheinlich die wichtigste Leistung Nagelmackers. Das Ziel vom Nagelmackers war, so hoch gesteckt, dass es eigentlich nicht erreichbar ist. Das heißt, es war für ihn ständig notwendig, zu diesem Ziel hinzustreben. Vielleicht auch mit dem Bewusstsein, dass er dort nie hinkommt, weil die absolute Perfektion ist dort, wo Menschen arbeiten, nicht möglich. Nagelmackers versuchte es trotzdem.
Er verfasste Anweisungen, damit sich jeder Mitarbeiter perfekt verhielt. Jede Handlung und jedes Detail war durchdacht. Nagelmackers beauftragte die besten Designer und Geschirrhersteller seiner Zeit. In seinen Waggons gab es nur ausgesuchtes Kunsthandwerk. Zumeist nach seinen eigenen Ideen und Vorgaben maßgefertigt. Auch auf der Premierenfahrt kümmert sich Nagelmackers persönlich um Details. Schließlich berichtet sogar Edmond Abou von der Premierenfahrt. Der einzige Nachteil von Nagelmackers Toiletten: man fühlt sich darauf sauwohl und bleibt so lange, dass die anderen Fahrgäste ihrer Not kaum Herr werden. Und nach jedem Besuch kommt ein Bediensteter und reinigt. Nach wie vor landen die Hinterlassenschaften auf den Schienen. Trotz größter Anstrengung gelingt es Nagelmackers nicht, den Premierenzug direkt bis Konstantinopel zu führen. Im letzten Abschnitt müssen die Fahrgäste in einen einfachen Lokalzug und dann sogar auf ein Schiff wechseln. Viele der noblen Passagiere sind wenig begeistert, das letzte Stück so unkomfortabel zurücklegen zu müssen. Nagelmackers lässt den Koch die besten Flaschen seines Hausweines mitnehmen, um den Fahrgästen wenigstens auf den letzten Kilometern dieser Reise, die insgesamt 81 Stunden und 40 Minuten dauern wird, einen Hauch von Savoir-vivre zu ermöglichen. Die Espero der österreichisch-ungarischen Lloyd fährt mit den berühmten Passagieren des Orient-Express in den Bosporus und dann ins Goldene Horn ein. Die Fahrgäste erreichen Konstantinopel, das heutige Istanbul. Beeindruckt von der Hagia Sophia überqueren die Europäer die Galata-Brücke. Das hatten sie noch nie gesehen. 200 Jahre bevor der Orient Express das erste Mal abfuhr, waren die Österreicher und die Osmanen ja noch Feinde. Nun konnten die Österreicher nach Konstantinopel fahren und sich die Osmanen vor Ort anschauen. Wie leben die? Wie essen die? Wie schaut das aus in der Hagia Sophia? Tragen die wirklich alle einen Turban? So kam es also zu einem friedlichen Austausch. Und das, obwohl das Osmanische Reich aus Europa zurückgedrängt wurde, hat der Orient Express vielleicht ein bisschen was dazu beigetragen, die orientalische Kultur besser zu verstehen und besser kennenzulernen. 6 Jahre später, im Sommer 1889, wird der Orient Express direkt nach Konstantinopel fahren, zum Bahnhof Sirkece. Der Sultan des Osmanischen Reiches, Abdülhamid II., beauftragt den deutschen Architekten August Jachmund mit dem Bau eines Bahnhofs. Er soll der Pracht des Orient-Express angemessen sein. Noch heute residiert der Bahnhofsmanager in einem Büro, das aus der Anfangszeit des Orient-Express stammt. Nagelmackers ist vielleicht auch der Erfinder touristischer Eventprogramme. Denn er lässt zur Begrüßung vor seinen Gästen sophistische Mönche auftreten. Die Passagiere des Orient Express sind von den Tänzern und ihrer beeindruckenden choreografischen Darbietung angetan. Der Schriftsteller Edmond Abou schließt sein Reisetagebuch mit einer neuen Erkenntnis. Ich habe mich geirrt. Reisen ist keine Tortur mehr. Hier reist man in 17,5 Meter langen Palästen. Jeder Dampf geheizt, gut erleuchtet und durchlüftet. Und die Bestuhlung ist so komfortabel wie in einem Pariser Nobelhotel. Aus dem Unternehmen entwickelt sich ein Imperium, das Züge nach St. Petersburg, Wladiwostok, Peking und nach Nordafrika schickt. Im Jahr 1900 beschäftigt die Kompanie
6.250 Mitarbeiter. In den nächsten Jahrzehnten ist der Zug oft ein Gradmesser der politischen Großwetterlage. 1919 rollt zum ersten Mal der Simplon Orient Express. Die Route verläuft über Basel durch den Simplon-Tunnel. Die Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs sollen ausgespart bleiben. Das haben die Siegermächte im Vertrag von Versailles so beschlossen. Ein Jahr zuvor hatte ein Wagen der Schlafwagengesellschaft Weltgeschichte geschrieben. Dieser Wagen war zwar nie direkt in den Orient Express eingereiht, gehörte aber zu dessen Fuhrpark. Bei Compiègne wird im November 1918 darin das Ende der Kampfhandlungen zwischen dem Deutschen Kaiserreich und der Entente vereinbart. Eine Schmach für die Deutschen. Das führte dann dazu, nachdem die Nationalsozialisten also den Frankreich-Feldzug 1940 geführt hatten, dass aus Rache die Waffenstillstandsverhandlungen mit Frankreich wieder genau in dem Wagen stattfinden mussten. Und das ist eine Ironie der Geschichte eigentlich, eine böse Ironie der Geschichte, dass ein Wagen ausgerechnet aus dem Zug, der für Völkerverständigung, für Völkerverbindung stand, dann zu einem Symbol der Erniedrigung, der Demütigung und des Hasses wurde. Dem Ruf des Orient Express kann dies nichts anhaben. Er bleibt der legendäre Zug der Züge. Aufs Gleis gesetzt durch die Weichenstellungen eines Pioniers der Verkehrsgeschichte. Er hat etwas komplett Neues für Europa eingeleitet. Er hat es vollbracht, Grenzen zu überwinden, ohne Krieg zu führen. Reisen bildet. Das muss auch der Times-Chefkorrespondent Henry de Blowitz erkennen. Alles, was ich mir vorgestellt habe, hat nichts mit dem zu tun, was ich sehe. Alles ist schöner, viel schöner. Weil die menschliche Vorstellungskraft die unendliche Schönheit nicht erträumen kann. Und diejenigen, die meinen Bericht lesen, werden einen Fantasie-Bosporus sehen, der nichts, aber auch schon gar nichts mit dem Echten zu tun hat. Ob Nagelmackers die Vision eines gemeinsamen Europa ohne Grenzen hatte, ist nicht belegt. Sicher aber ist, er wollte Menschen möglichst bequem um die Welt transportieren. Mit dem Orient Express ist ihm gelungen, was heute schwieriger erscheint denn je. Eine grenzenlose Verbindung zwischen Okzident und Orient.